So, herzlich willkommen zu einer kleinen Nachstellung eines Battles aus Herr der Ringe und zu einer weiteren Folge im Ultimate Epic Battle Simulator. Und zwar werde ich hier mal schauen, dass ich alle größeren Kämpfe aus den Herr der Ringe-Filmen so ein bisschen nachstelle, so realistisch wie möglich. Und wir fangen an mit der Schlacht, oh Gott, Schlacht, falls man es so nennen kann, in Moria, in Balins Grab. Wir haben einen Höhlentroll. Ich habe 80, ne, 70 Orks eingestellt. Und hier ist die Gemeinschaft. Das hier ist einfach mal Balins Grab hier, ne? Da haben wir Gimli. Die habe ich noch ein bisschen aufgepimpt, halt, dass sie stärker sind als normal. Hier ist Boromir, sieht man ganz klar. Einen roten Haaren. Aragorn dahinter. Das hier müsste Frodo sein, richtig. Hier sind Sam, Merry, Pippin. Die habe ich einfach davon distanziert, weil Frodo hat durch seinen Mithril Brustpanzer halt mehr HP. Das hier ist Legolas. Man kann keine 100% Trefferquote einstellen. Es geht maximal 99. Ja, muss ich halt Legolas damit zufrieden geben, dass er einen von 100 nicht trifft. Und das hier ist Gandalf. Also ich finde, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall verblüffend. Das hat den Hintergrund einfach. Ich habe nichts Passendes für Gandalf gefunden. Dachte mir, yo, warum nicht einfach ein Pinguin? Was soll's. So, ich schaue einfach mal. Ich hoffe, dass die hier einigermaßen hinkommen. Ja. Und dann Cinematic Mode on. Und dann schauen wir mal. Okay, die teilen sich auf. Oh, Legolas schießt schon. Legolas one-hittet die auch. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Gimli ist tot. Schade. Oh, Boromir ist auch gefallen. Aragorn muss jetzt auch dran glauben. Frodo hält hier ordentlich lange aus, halt. Mit wegen seinem, ne? Gandalf ist hier gefallen. Legolas schlägt sich noch tapfer. One-shottet hier die Orks weg, aber sie überrennen ihn einfach. Hält sich Frodo noch? Irgendwie 5000 HP ist halt fucking OP, ne? Er selber macht halt fast kein Damage, aber. Okay. Der spricht, glaube ich, eine relativ deutliche Sprache. Ich muss die stärker machen. Gut. So, ich habe jetzt von den Gefährten ihre HP erhöht und die Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt etwas näher an die Szene aus dem Film rankommt. Bin ich mal gespannt hier. Aus die Perspektive ist es, glaube ich, nicht schlecht. Da kommt Gandalf angewatschelt. Der jetzt dreifaches Attack Speed. Ja, Gimli stimmt halt alleine vor, das ist nicht so intelligent. Er hat halt hier nur drei, glaube ich, down gemacht. Das heißt, kommen die Hobbits. Und einer von den Menschen lebt auch noch. Aber das ist halt way too wenig. Wer lebt da noch? Ah, da ist dann Boromir noch gewesen. Ah, nee. Diesen chancenlos hier unterlegen. Gut, da muss ich, also ich muss wirklich ordentlich da nochmal aufpimpen, alle. So. Ich habe das Ganze wieder angepasst ein bisschen. Jetzt müsste langsam echt ausgeglichen sein. Also ich habe jetzt so ordentlich nochmal dran rumgeschraubt. Legolas und Gandalf greifen jetzt beide so verdammt schnell an. Gimli hat jetzt inzwischen wie viel HP? 3000 oder so? One-hit die jetzt auf einmal. Ja. Er ist auf einmal deutlich stärker. Das ist doch wunderbar. Hier kommen die drei Hobbits mit Gandalf. Gimli ist gefallen. Und einer von den Menschen auch. Es wird nur Legolas übrig, oder? Nee, hier ist noch ein. Hier ist noch Frodo. Für Frodo. Oh. Wer lebt da noch? Ah, hier. Da ist noch Gandalf und Sam. Ah, schade. Okay, aber es wird knapper. Also wir kommen an realistischen Ausgang immer näher ran. So,
Neuer Versuch. Und trifft Legolas hier schon die ersten? Ja. Und jetzt hier Gimli klatscht die alle weg. Lebt noch, okay. Die beiden haben jetzt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu blocken, einen Angriff. So, hier haben wir 4 Hobbits. Legolas unterstützt sie noch und Gandalf ist hier mit vorne dabei. Mit 5-facher Angriffsgeschwindigkeit. Okay, da drüben sind sie alle tot, aber hier leben noch einige. Das könnte diesmal echt knapp werden. Da haben wir noch Pippin. Gehabt. So, komm, Legolas, es liegt an dir. Es liegt alles an dir. Ist ein bisschen Druck vielleicht, ich weiß. Komm, das kann er schaffen, das kann er echt schaffen, krass. Jawoll, Jungs! Legolas hat es. Er sieht nicht ganz so aus wie Legolas. Aber es kommt schon hin. Und ja, also, ich meine, jetzt kann halt Legolas alleine dann den Ring zerstören gehen. Ist nicht ganz wie im Film jetzt ausgegangen, aber im Prinzip haben wir ja jetzt auf jeden Fall den Ausgang, sodass die Gemeinschaft des Ringes überlebt hat. Wenn auch nur ein Einzelner davon. Beim nächsten Mal werden wir uns dann die Schlacht von Amon Hen vornehmen. Ja, bis zum nächsten Video. Bewertet den Part, haut rein und ciao.